Dann würde ich sagen, starten wir. Ja, herzlich willkommen zum Vortrag von Alex und Jan. Ja, so Hund, Katze und Co. Den bestes Tickets habe ich jetzt nicht auswendig gelernt, das ist das Heftchen in der Hand, deshalb werden die beiden euch gleich selber nochmal sagen. Ja, die beiden sind von der Universität Bamberg, haben Soziologie studiert und ja, werden wir da ca. 25 Minuten Vortrag machen und 20 Minuten Diskussion. Vielleicht ein bisschen weniger, damit wir Zeit bleiben, je nachdem, was passt. Und genau, dann viel Spaß. Jo, ich freue mich, dass so viele zu unserer sehr ernsten Wissenschaft gekommen sind. Wie ihr seht, es geht um Hund, Katze und Co. Machst du bitte die nächste Slides. Ich habe euch folgende Gliederung mitgebracht. Also zuerst werde ich halt kurz mal beschreiben, was wir überhaupt machen. Dann sehr wichtig, die soziologische Relevanz aufzeigen. Dann sagen wir, was wir damit machen, wenn wir Ernstforschung machen würden. Dann habe ich natürlich auch ein Anwendungsbeispiel beigebracht, die Limitationen der Methode und am Ende ein kleines Fazit. Also, zu unserer Methode, was machen wir überhaupt? Wie ihr seht, es geht um Katzenvideos, aber wir gucken uns einfach nicht nur Katzenvideos an, wir gucken uns die automatisch generierten Untertitel auf YouTube von Katzenvideos an. Also wir haben ein R-Skript geschrieben, womit man sich diese automatisch generierten Untertitel runterladen kann. Und dadurch hat man die dann auch automatisch direkt kodiert. Und wir haben somit eine Methode, die auf Bildsprach-Textverfahren basiert. Das Ganze wurde von Lukas und Kleinberg konzipiert, ist aus 2018 das Ding, also ist halt relativ neu auch. Und im Grunde genommen haben wir dann einen Textblock, der automatisch von YouTube-Videos kodiert ist, mit dem man dann Methoden der quantitativen Textanalyse anwenden kann. Also was wie Frequency-Plots. Also stellt euch so Wortwolken vor, Sentimentanalysen, wo bewertet wird, wie Worte, wie die verwendeten Wörter konnotiert sind und verschiedene Scaling-Verfahren. Genau, kommen wir zu der sozialwissenschaftlichen Relevanz von YouTube. Also warum machen wir das Ganze überhaupt? Da kann man wahrscheinlich verschiedene Herangehensweisen ans Thema nehmen. Ich habe mir gedacht, ich mache das Ganze mal über einen Influencer, also über einen Influencer-Ansatz bzw. über Influencer-Theorien. Da wir Theorie gerade machen, definieren wir erstmal, was wir meinen. Also die Definition von Influencer, die ich mitgebracht habe, ist Person, die über verschiedene Charakteristiken, also zum Beispiel persönliche, wie zum Beispiel Glaubwürdigkeit, Erfahrung oder Enthusiasmus, oder netzwerkstrukturelle Charakteristiken wie Reichweite, Verbundenheit oder Zentralität, eine überdurchschnittliche Menge an Personen beeinflussen können. Gut, wir haben also Leute, die machen was. Warum gucken wir uns die an? Da machen wir jetzt so einen wunderschönen Ritt durch die Medienwirkungsforschung. Da kann man zum Beispiel einmal die Agenda Setting Theory von Shaw ansetzen, die besagt, dass Meinungsführer die Themen, die im öffentlichen Diskurs besprochen werden, beeinflussen können. Wir können uns die Personal Influence Theory von Katz und Lazar anschauen, die besagt, dass wenn hochangesehene Gruppenmitglieder ihre Meinung ändern, eine Meinungsänderung bei anderen Gruppenmitgliedern auch wahrscheinlicher ist. Oder wir können uns Gatekeeper-Ansätze anschauen, die besagen, dass Gruppenentscheidungen und die Themen, die in Gruppen besprochen werden, auch wieder von einflussreichen Personen kontrolliert werden. Genau. Dann, da wir ja quantitative Textanalyse machen und in quantitativer Textanalyse Sprache abgegriffen wird, gucken wir uns mal kurz die soziologische Relevanz von Sprache an. Das ist natürlich auch ein riesiges Thema. Ich habe euch auch einfach nur wieder zwei Ansätze dafür mitgebracht. Die Grundthese, von der wir ausgehen, ist, dass sprachliche Bezeichnungen immer auch Interpretationen sind. Da man zum Beispiel beim Schreiben auch zwischen verschiedenen Bezeichnungen wählen kann. Beispiel dafür wäre zum Beispiel das Gestern, das hat mir super gut gepasst. Falls ihr euch erinnert, in der Humandifferenzierung gab es ja das Beispiel, wie eine Schlägerei in einer Bar beschrieben wird. Da kann man sich halt auf verschiedene Merkmale konzentrieren und wie eine Situation beschrieben wird, ist natürlich dann die Interpretation. Anhand dieser Interpretation können wir auf latente Sinnstrukturen zurückschließen. Soziologen freuen uns natürlich immer drüber, weil latente Sinnstrukturen auf Meinungen, Handlungsstrukturen, Sozialisationsstrukturen und sowas alles zurückschließen können. Das finden wir natürlich alles super interessant. Ein bisschen klassischere Theorie haben wir mitgebracht, den Sozialkonstruktivismus oder die soziale Konstruktion der Wirklichkeit von Berger und Luckmann. Da war für uns am relevantesten, dass wie Realität wahrgenommen wird, hängt von der Sozialisation und der Situation ab. Dieser Sozialkonstruktivismus wurde zur Theorie des kommunikativen Konstruktivismus von Hepp weiterentwickelt. Heißt halt einfach nur, dass die Kommunikation, vor allem die mediale Kommunikation, die Realität beeinflusst und auch formen kann. Genau. Machen wir noch weiter. Also ich habe euch das alles nochmal zusammengefasst.
Warum gucken wir uns YouTube oder Social Media an? Also ja, Personen mit einer großen Reichweite, die einen Einfluss haben. Und dieser Einfluss kann zu Meinungsänderungen führen, was in Veränderungen von Handlungsentscheidungen resultieren kann. Dann Sprache. Wir haben latente Sinnstrukturen in Sprache, die durch Beschreibung deutlich werden. Und wir haben eine soziale Konstruktion der Wirklichkeit über Sprache oder Kommunikation. Das war jetzt alles sehr theoretisch. Was machen wir denn damit? Also wenn man sich nicht gerade Katzenvideos anschaut, könnte man zum Beispiel politische Kommunikation betrachten. Nehmen wir zum Beispiel mal eine Rede von Trump von einem Zeitpunkt, dann eine Rede von Trump von einem anderen Zeitpunkt. Man könnte anschauen, ob die benutzten Wörter mit der Zeit negativ konnotierter werden. Man könnte sich anschauen, ob bestimmte Wörterpaare oder Wortkonstrukte immer wieder häufig vorkommen. Man kann anschauen, was anscheinend wichtig ist und was immer wieder aufgegriffen wird. Man könnte zum Beispiel verschiedene Politiker oder Politikerinnen aus verschiedenen politischen Lagern damit vergleichen. Genau. Das Ganze könnte man natürlich auch für die Extremismusforschung machen. Da ist halt super interessant, dass man direkt die Kommunikation, die die Leute haben, abschöpft. Also man könnte sich zum Beispiel irgendwelche Blogs oder Theorien oder sowas da anschauen oder runterladen und dann erstmal schauen, wie die Leute generell sprechen, ähnlich mit einer Subkulturenanalyse. Also das Ganze ist ein exploratives Vorgehen und da kann erstmal geschaut werden, was scheinbar wichtig ist, anhand von den benutzten Begriffen oder von den benutzten Sinnstrukturen, und daraus können dann weitere Forschungsinteressen entwickelt werden. Jo. Nett. Wir müssen nochmal kurz umstecken. Du schnappst dir das in die Brust und das in die Hose. Das ist so ein Stück. So, ich hoffe, das geht jetzt auch alles ganz gut vom Hören her. Was wir uns jetzt genau angeschaut haben, ist eine Eigenheit von YouTube-Videos. Dadurch, dass man diese YouTube-Videos mit einer Autokodierung hat, entsteht hier die besondere Möglichkeit, auch zu greifen, wie diese Autokodierungen noch einen besonderen Einfluss ausüben. Das hängt damit zusammen, dass Untertitel, wenn sie für YouTube-Videos generiert werden, nur eine gewisse Anzeigedauer für einen gewissen Bereich haben können. Das heißt, wenn ich eine Handlung im Video habe, kann die nur über eine bestimmte Menge an Worten abgebildet werden in einer bestimmten Zeit. Das bedeutet, wenn wir zwischen diesen verschiedenen Blöcken, wo wir Text abgegriffen haben, mehr Handlung haben, die keine Worte hervorbringt, haben wir das auch in den Daten drin. Das heißt, wir können sagen, wie viel Zeit vergeht zwischen Phasen, in denen relativ viel kommunikative Handlung erfolgt und zwischen Phasen, in denen viel Bildliches passiert. Und was wir jetzt so in dem Sinne noch ein bisschen genau modellieren können, ist eben eine Besonderheit, die daraus hervorgeht, nämlich zu betrachten, wie sich dieses Zusammenspiel aus Handlung und Sprache innerhalb des Videos entwickelt. Um das zu illustrieren, betrachten wir Occurrent Screen Time Plots. Das spielt so ein bisschen mit der Idee, dass wir uns überlegt haben, wann ist in einem Video relevant oder wann ist etwas in einem Video relevant. Sprachlich betrachtet, wenn es sehr prägnant vorkommt, das können wir in dem Sinne nicht gut abgreifen. Aber wir können abgreifen, wie häufig etwas vorkommt und wie lange es gezeigt wird. Das heißt, in dem Sinn definieren wir etwas als relevant, wenn es häufig vorkommt und wenn es lange zu sehen ist. Zusätzlich können wir das Zeichen dementsprechend noch einordnen mit dem Sentiment, das natürlich auch mit einer gewissen Unsicherheit, um zu schauen, ob das, was vorkommt, eher eine positive oder eine negative Konnotation hat. Das haben wir dann dementsprechend auch gemacht mit x verschiedenen Katzenvideos. Wir haben hier zwei Playlists erstellt. Also kann Jan gerne in der Journal genau sagen. Also ich habe mich einfach mal hingesetzt und wie das jeder gute Wissenschaftler gemacht hat, einfach mal bei YouTube Katzenvideos eingegeben und habe mich dann einfach mal durchgeklickt und geschaut, was überhaupt automatisch generierte Untertitel hat. Also das ist halt erstmal die erste Einschränkung, dass man nur Videos abgreifen kann mit automatisch generierten Untertiteln. Ich habe nicht wirklich feststellen können, ob es da eine Regelmäßigkeit gibt, was automatisch generierte Untertitel hat und was nicht. Aber genau, ich habe dann nach Videos gesucht und dann habe ich mich auf weitere Suche gegeben über den YouTube-Algorithmus. Also das ist auch relativ fahrtabhängig, das Ganze dann. Und habe dann, ich glaube, es waren 35 Hunde- und Katzenvideos rausgesucht mit unterschiedlicher Länge. Alles in englischer Sprache, weil ansonsten funktioniert das nicht so super. Und
Genau. Das war so ziemlich. Also im Grunde genommen braucht man halt eine Liste von YouTube in der Playlist, die kann man dann anwählen und dann automatisch kodieren lassen. Richtig. Nachdem wir eben diese Untertitel runtergeladen haben, sind die Texte, die wir dadurch erzeugt haben, auch bereinigt worden. Das heißt, es gab einen Stemming-Prozess, es gab einen Prozess dahingehend, dass Stopwords rausgeworfen wurden. Über weitere Methoden haben wir uns dahingehend überlegt, dass wir das erstmal für die Darstellung selber relativ ruhig lassen. Das heißt, es gab keine weitere Bereinigung in Bezug auf Frequencies oder ähnliches. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir betrachten nur Wörter, die mindestens 5-mal aufgetreten sind. Das heißt, was ihr hier seht, ist die Darstellung für Hunde- und Katzenvideos im Vergleich, je nach Sentiment aufgetrennt. Das Sentiment, das wir genutzt haben, ist ein wortbasiertes. Das heißt, Wörter werden aufgrund ihrer Konnotation zugeordnet. Das betrachtet keine Bigrams oder ähnliches. Das heißt, es gibt die Wörter eben nur als Wort und nicht als Embeddedment. Das heißt, wir können beispielsweise hier nicht sagen, ob Worte wie confident vielleicht auch in einem negativen Kontext benutzt werden. Das gibt diese Darstellung nicht her. Dafür müsste man noch einen Einbettungsansatz wählen. Was wir hier so ein bisschen bereits sehen können, dass es zwischen Hunden und Katzen, wenn man sich negative und positive Sentiments anschaut, in der Beschreibung der Tiere selber schon Unterschiede gibt. Das heißt, hier sehen wir beispielsweise, dass Katzen im negativen Kontext eher als scared beschrieben werden. Bei Hunden trifft das auch zu, aber Hunde werden häufiger als nervig beschrieben. Wenn wir die positiven Worte betrachten, sehen wir, dass Katzen als sehr hübsch wahrgenommen werden. Hunde nicht so wirklich. Hunde aber vielmehr als excited beispielsweise beschrieben werden können. Peach ist in dem Falle eine Rausfilterung, die nicht ganz so gut funktioniert hat, denn eine der Videos der Hund Peach ist. Und deswegen innerhalb dieser Videos der Name Peach relativ häufig genannt wurde, weil die Sprecherin mit dem Hund kommuniziert hat. Das Ganze kann man dementsprechend auch noch für die einzelnen Videos abtragen und zu betrachten, welche Wörter in welchen Videos relativ prominent hervortreten. Beispielsweise, was man hier gut sieht, wir haben uns relativ viele Folgen der schönen Serie My Cat from Hell angeschaut. Das ist Hammer. Das ist eine wundervolle Serie, wo es darum geht, dass Menschen, die Probleme mit ihren Katzen haben, sich Hilfe von einem prominenten Coach suchen, der dann längere Zeit bei diesen Personen verbringt und ihnen hilft, mit der Katze zurechtzukommen. Dementsprechend sieht man auch, welche Wörter genutzt werden. Beispielsweise in der Episode zu Wildcat wird beschrieben, dass die Katze relativ häufig attackiert, dass sie kratzt und dass sie einfach crazy ist. Positiv beschrieben wird ein weiterer Prozess, wo hier beschrieben wird, dass am Ende eine konstruktive Zusammenarbeit stattfindet und dass versucht wird, die Katze zu relaxen. Ähnliches sieht man beispielsweise dahingehend, dass beispielsweise bei Videos wie Rescuing a Blind Street Kitten, dass hier eher darum geht, diese Straßenkatze wieder sozial tauglich zu machen. Deswegen wird hier beschrieben, dass die Katze gesäubert wird oder dass sie fresh gemacht wird. Dasselbe kann man auch für Hundevideos machen. Was einem hier so ein bisschen auffällt, für Hundevideos sind es im Schnitt kürzere Videos. Das heißt, hier finden wir pro Video weniger Wörter, die diesen gewissen Schwellenwert, den wir gesetzt haben, überschreiten. Das zeigt sich eben daran, dass generell die weniger Wörter auftreten erstmal. Aber auch hier sieht man beispielsweise, dass die Person hier beispielsweise versucht, ihren Chihuahua dazu zu bringen, 20 Minuten zu sitzen. Und wie man an den Worten sieht, die dafür genutzt werden, klappt das nicht ganz so wirklich. Ja, von den Limitationen her, was machen wir denn hier eigentlich? Stichprobengröße hatten wir bereits angesprochen, wir haben uns nur einen sehr kleinen Teil an YouTube-Videos ausgesucht. Und YouTube-Videos sind, um das nochmal klar zu sagen, für die, die das nicht verstanden haben, Teil des Sampling-Prozesses. Überhaupt nicht. Das heißt, wir haben hier schon einen Algorithmic Bias drin, einfach dadurch, dass wir relativ viele Hunde- und Katzenvideos im Prozess angeschaut haben. Die Auswahl ist natürlich auch selektiv, dadurch allein, dass Jan sich auch so ein bisschen angeschaut, welche Videos eben so ein bisschen taugen dafür. Und darüber hinaus, dass diese Videos natürlich einen gewissen Faktor abbilden wollen. Diese Videos werden mit einer gewissen Motivation gemacht und dementsprechend ist hier direkt noch weiter drin, welchen Bias man an Worten erwarten kann. Das Ganze ist in der aktuellen Form relativ sprachgebunden, was aber auch damit zusammenhängt, dass automatische Klassifizierungsverfahren für nicht-englische Sprachen sehr schwierig sind heutzutage noch und zu sehr großen Problemen führen können. Das nächste, was wir sehen, dass es technische Einschränkungen gibt bezüglich des Übersetzungsalgorithmus,
von YouTube. Prinzipiell übersetzt er nämlich auch, sollte er in englische Sprache andere Videos übersetzen. Das funktioniert nur teilweise relativ gut. Man kann aber mittlerweile zumindest zeigen, dass diese Übersetzung mit YouTube im Schnitt bessere Ergebnisse liefert als beispielsweise von Google. Selbst wenn es nicht übersetzt ist, ist es halt immer noch automatisch generiert. Das heißt, manche Leute, die vielleicht nicht ganz klar sprechen oder vielleicht Slangwörter verwenden, das wird halt überhaupt nicht aufgegriffen. Also wird halt alles in der Form von einem Standardenglisch reingepresst und man hat manchmal auch einfach Nonsens da drin. Ja. Dann darüber hinaus, wir haben einen wortbasierten Sentiment-Ansatz gewählt, der natürlich eben keine Einbettungen von Kontexten berücksichtigt. Also was das bedeutet, solche Wörter wie love sind halt immer als positiv gewertet, selbst wenn das in so einem Satz wäre wie I love violence. Na, also der Kontext ist halt überhaupt nicht drin bei den Sentiments. Genauso bei schlechten Wörtern, also bei bad ist halt immer als schlecht konnotiert gewertet, also selbst wenn das in einem positiven Satz drin wäre. Und am Ende noch zu den Analyseverfahren selber. Was wir hier nehmen, sind natürlich auch Klassifizierer bzw. Verfahren, die auf einem probabilistischen Ansatz basieren. Das heißt, nur weil wir da genügend Daten reinfüttern, heißt das noch lange nicht, dass da was Gutes rauskommt oder was Interpretierbares für Menschen. Das heißt, es kann auch sein, dass wir hier ein Katzenvideo versehentlich als Hundevideo klassifizieren würden. So, vom Fazit generell. Wir denken, wir haben hier eine nette Verbreitung des methodischen Spielraums geschaffen, um explorative Forschung zu betreiben zu können. Es bietet eine neue Datenquelle, die darauf basiert, dass man sich eben nicht eine große Menge ankodiert anschauen muss, sondern mit relativ wenig Aufwand einen Ansatz bekommt, um grundlegende Konzepte für weitere Forschung bereits anzutasten. Darüber hinaus ist das Ganze sehr kostengünstig und zeitunaufwendig. Diese Methode zapft in dem Sinne auch nicht die YouTube-API ein. Anders heißt auch in dem, was wir heutzutage haben, in der Zeit der weiteren Verknappung von Zugang zu APIs, ist es aktuell noch relativ gut möglich. Ich weiß nicht, wie viel ihr mit Twitter-Forschung mittlerweile macht. Es wird schwieriger und aktuell geht das so noch halbwegs. Ja, gut. Ja, unsere Literatur. Jo. Das ist erstaunlich viel. Das wäre auch alles, was wir sagen wollen. Wenn ihr noch Nachfragen habt und Diskussionsbedarf, wir haben noch ein bisschen Appendix. Oh. Ja. Ja, aber das können wir machen, wenn ihr nochmal Bock drauf habt. Also wir würden uns natürlich super freuen, wenn ihr uns irgendwas sagen könntet, weil es ist, wie gesagt, was komplett Neues. Ne? Mich würde halt interessieren, findet ihr das relevant? Könntet ihr euch vorstellen, sowas selber zu machen? Oder denkt ihr, jo, das war mal ganz witzig und das lassen wir jetzt mal sein? Alles bleibt. Generell auch Verständnisfragen, wir können gerne auf alles nochmal eingehen. Also es war halt sehr viel, sehr knapp, vielleicht auch ein bisschen schnell. Also wenn ihr Fragen habt, bitte, wir reden wir gerne. Bitte? Die Einteilung zwischen positiven und negativen Konnotationen habt ihr dann selbst einfach gemacht? Nee, das ist ja das Problem. Das funktioniert über ein Lexikon und das bewertet halt Wörter. Und das ist dann einfach eine riesige Liste von Wörtern, die dann einfach entweder in gut oder in schlecht oder neutral eingestuft werden. Und das lässt du dann darüber laufen. Es gibt das so. Woher kommt dieses Lexikon? Also nach welchem Verfahren sagt es, dass jetzt das Wort bad schlecht ist? Also welchen Kulturkontext sind das dann? Einfach das ist einfach standardisiertes linguistisches Lexikon, was geschaut hat, in welchem Kontext die Worte am häufigsten genutzt werden. Okay. Bitte? Also, ja, genau. Das sind kumulierte Millisekunden, also wie lange du das gesehen hast, tatsächlich. Also wie lange das displayed wurde, wenn du das Video schaust. Ah, okay, und wie, worauf basiert YouTube das, bis dann halt das nächste kommt? Ja, eben, wahrscheinlich. Ja, also eben diese, dadurch, dass eine gewisse Menge an Text mit geliefert werden muss, wenn die Personen das Video schauen, haben die einzelnen Segmente, in denen der Text gezeigt wird, unterschiedliche Längen. Das heißt, wenn eine Person spricht, wird es schneller gezeigt, weil ich muss natürlich mehr Text liefern in der Zeit. Da mag ja noch keine Bilder.
Also ich hab's nicht gequält, mal gucken, ob wir das doch nochmal irgendwie bekommen. Aber für 50 hat es zumindest keine gezeigt und 50 ist aber auch nicht viel. Also ja. Ich kann nur davon ausgehen, dass da noch. Also es kann schon sein, dass irgendwas kommt irgendwann mal. Aber aktuell ist das relativ problemfrei. Aber irgendwie ganz interessant, gerade mit Perspektive auf was ihr das noch übertragen könnt. Da wäre tatsächlich meine Frage, wie dann lässt Fermi Mixed Methods mäßig arbeiten, um genau dieses Problem von wie sind Begriffe konnotiert nochmal rausfiltern zu können, gerade wenn es dann um politische Reden zum Beispiel geht oder halt irgendwie Subkulturen, ich denke an sowas wie Ironie und Sarkasmus, das irgendwie rauszufiltern. Ist das quasi die Lösung, einfach da Mixed Methods nochmal drüber zu gehen? Ja, wahrscheinlich. Also ich sehe das halt als striktes exploratives Verfahren. Also ich finde das halt ganz witzig, wenn man noch gar keinen Zugang zu einem Feld hat, sich mal 2 Stunden hinsetzen, eine Playlist bei YouTube zu machen und dann vielleicht schon mal zu schauen, was halt vielleicht so geben könnte. Natürlich, wenn man da in die Tiefe gehen möchte, ich stimme dir vollkommen zu, Zahlen sind keine Ergebnisse. Also ich meine zum Beispiel man hat ja jetzt schon mal Unterschiede. Da kann man halt schauen, wo die vielleicht herkommen. Also gut, Hunde und Katzenvideos sind jetzt ein sehr humorvolles Beispiel. Aber wenn man zum Beispiel in der politischen Rede sehen würde, dass bestimmte Wörter halt super häufig verwendet werden oder bestimmte Beschreibungen, könnte man sich anschauen, warum das vielleicht so ist, dann in die Tiefe gehen, in welchem Kontext die sind. Also ja, ich sehe da halt, ich denke mal, wenn man es wirklich ernsthaft machen möchte, müsste man dann qualitativ in die Tiefe gehen. Ja, beziehungsweise ich habe auch solche Verfahren schon mal genutzt, um Kriegsbosskarten zu analysieren. Und eben bei solchen Dingen kann man es auch machen, um zu betrachten, zumindest diese groben Entwicklungen. Okay, ich habe in dem Bereich, wird häufig über Belgien gesprochen. Das heißt, wenn ich genau in dem Bereich gehen möchte, sollte ich mir vielleicht in dem Bereich diese Videos genau anschauen, die Leute, die das machen. Also es liefert in der großen Menge so einen Orientierungsansatz, wo beginne ich, um in die Tiefe gehen zu können. Also was ich eigentlich wissen wollte, ist, was ihr davon haltet. Also ich fand es halt mal eine ganz witzige Sache, aber ich denke mir halt auch, das ist halt mehr eine Spielerei als alles andere. Und vielleicht erstmal, ja. Also ich finde den Ansatz recht cool, auch wenn es vielleicht Hexenwerk ist, keine Ahnung. Aber die Frage, die mir jetzt noch eingefallen ist, es erinnert irgendwie an, es scheint eine Methode zu sein, die auch verwendet werden könnte, um Videos ausfindig zu machen, die zum Beispiel kritische Inhalte haben. Und inwieweit ähneln sich die Methoden? Also wäre das ein Ansatz, wo man sagen kann, man kann automatisiert viel Text scannen und schauen, ob zum Beispiel Rassismus drin vorkommt. Ja, ich denke schon. Und wenn man das auch jetzt unabhängig von einem schon gemachten oder vorbereiteten Lexikon machen möchte, wie groß wäre der Aufwand, das selber mit R zu programmieren? Also riesig. Riesig. Also du musst ja praktisch jedem Wort, was man sich so ausdenken kann, Wert zuweisen. Und allein schon die Dinge abzutippen oder generell reinzutippen, das also man, es kann auch nicht, also man kann das schon so machen, dass es gewisserweise lernt, das geht schon. Also das ist ja eben das, was man auch mit gewissem Maß, aber auch für Lernen brauchen wir erstmal eine Datengrundlage. Was ich mir vielleicht vorstellen kann, ist das dann noch danach zu machen. Also wenn man halt sieht, jo, das klatscht mir irgendwas, was ich als Forscher oder als Forscherin weiß, ist negativ in dem Kontext immer als positiv rein, kann man das bestimmt noch nachbessern. Das war vielleicht erstmal da hinten. Oder war das direkt was zu dir? Achso, dann erstmal von mir. Ja, also nur, weil du das gefragt hast, man kann zusätzlich zu diesem Lexika noch spezifische Lexika zufügen, also quasi Beleidigungslexika, ethnische Begriffe und sowas. Und das halt so kombinieren, dass man sowas funktioniert. Ich habe die Frage, kam eigentlich aus dem Hintergrund. Zürich, das Höck, das macht Antisemitismus-Screenings von Zeitungen und das ist natürlich wahnsinnig viel Textarbeit, weil das wird von studentischen Hilfskräften gemacht in der Zeitung, die das markieren und so. Und da ist natürlich immer die Frage, wie kann ich das automatisieren und vor allem schneller machen. Und die benutzen halt inzwischen auch eigene Indexe, also was, in welchem Kontext antisemitisch gewertet wird. Und das müsste man eigentlich selber erstellen. Ich gerade auch habe ja ganz kurz einen Diskurs gemacht über die Frage, dass es so wichtig ist, was genau musste, was verurteilt muss werden. Bei uns war uns die
Ich finde, das ist ein guter Ansatz, weil man könnte das hier erstmal machen und dann kann man sich ja anschauen, was für die einzelnen Videos rauskommen und dann schauen, was man sich überhaupt analysieren sollte. Also was man, ne, was überhaupt lohnt, sich anzuschauen. Das spart ja auch schon wieder haufenweise Zeit. Dazu vielleicht noch ein Punkt. Es gibt auch Verfahren, um eben dieses Bildmaterial explizit zu analysieren. Hier muss man bedenken, dass diese Analyse-Tools, die darauf ausgerichtet sind, die Bilder selber zu analysieren, in großen Teilen teilweise schwierige Ergebnisse erstmal liefern und gezeigt werden kann, dass auch ziemlich biased sind. Ja, bitte. Die waren ja jetzt eher zufällig durch deine Seite und deinen Algorithmus dann von YouTube ausgewählt, aber hat ihr zufällig mal geguckt, ob es eine Korrelation gibt zwischen Likes und Klicks und irgendwelchen positiven oder negativen Geschichten? Ich glaube nicht, ne? Aber das finde ich aber super spannend, das ist ein guter Punkt. Also hier ist es vielleicht schwierig, weil ja das schon vorausgewählt ist. Sie könnte sich ja sagen, ich suche nach Katzen und versuche extra welche mit wenig Klicks oder wenig Likes oder so. Guck dann, ob es eine Korrelation gibt mit, weiß nicht, die Leute mögen eher negative Hundevideos und positive Katzenvideos oder in anderen Bereichen natürlich genauso. Ja, also es ist interessant, warum ist jetzt irgendein Video auch viral gegangen? Ist ja irgendwie. Also zum Stichproben-Sampling. Das ist ja jetzt erstmal nur, das war jetzt ja relativ zufällig, weil ich da gegriffen habe, von wegen, such mal einfach x Anzahl an Katzenvideos. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass wenn man das für politische Sachen macht oder für die Subkulturenanalyse, man fast schon an eine Vollerhebung rankommt. Wenn man sich, also wenn man zum Beispiel sagt, ich gucke mir jetzt irgendwie irgendeinen rechten Untergrund an, der Vlogs macht, ne? Kannst du ja einfach mal den ganzen Channel runterladen und das machen, dann hast du ja nicht mehr so das Stichprobenproblem. Oder ich gucke mir halt einfach jede Rede an, die Trump hochgeladen hat. Das geht ja. Also ich glaube, das Spannendste an der Methode ist eigentlich die automatische Codierung, weil das hoffenweise Zeit spart wahrscheinlich. Ja, cool. Ne? Ja, haben wir es, glaube ich. Okay, danke schön. Vielen Dank auch fürs Feedback. Es waren ein paar sehr spannende Punkte dabei. Ja.